Hallo und willkommen zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu bewerten und zu abonnieren, falls du noch nicht hast. Und weiter geht's in DLC City. Wir haben jetzt letztes Mal so ein kleines Cheater-Gerät gebaut. Also meiner Meinung nach ein bisschen OP, wenn man so möchte. Nämlich den Garten Eden. Dafür muss man zwar einiges an Kohle raushauen, aber was das Ding macht, ist echt Wahnsinn. Es hebt einfach mal den Bodenrichtwert an und zwar überall so gut wie auf Maximum, verdoppelt den im Grunde und entfernt quasi die Verschmutzung. Ist immer noch dabei, ist immer noch nicht fertig. Geht halt immer so wellenmäßig hier durch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sehen kann. Also nur ab und zu. Jetzt, da war es wieder. Jetzt geht's hier weiter. Und dann da. Zack. So. Sehr cool. So, und heute möchte ich, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe hier wieder einen geilen Kreisverkehr gemacht. Ich habe jetzt einen Kreisverkehr drauf gemacht, den auf eine Höhe gebracht und dann nochmal nach unten verschoben, so dass der zentral über die Ein- und Abfahrten geht, die quasi zum Flughafen gehen. Ich möchte hier ganz gerne die Hauptabfahrt machen für das Erzindustriegebiet, weil ehrlich gesagt finde ich das hier, also das wird keiner bauen jetzt, mal ganz im Ernst. Ist zwar klar, toll, sechsspurige Straße, die einfach mal so durch den Berg geht, aber im Normalfall wäre es halt so, dass man hier hochfahren würde. Und das würde ich ganz gerne bauen heute. Und dann kann das hier auch so ein bisschen entschlackt werden, weg werden. Also stört jetzt eigentlich auch nicht. Also kommt immer noch nach. Aber dann kann man hier so ein paar Sachen vielleicht besser verteilen, dass es ein bisschen besser und schöner aussieht. So, jetzt aber erstmal Folgendes. Fette, dicke Straße. Ich glaube, eine Industriestraße nehmen wir direkt, oder? Ja, obwohl... Ah, die sechsspurige gefällt mir an der Stelle noch ein bisschen besser. Ich nehme erstmal die sechsspurige Straße, weil wir werden ja wahrscheinlich auch nachher noch nach da fahren und nach da fahren. Also, dass man hier in verschiedene Richtungen kann. So, also ihr wisst, jetzt kommt eine Straßenfolge. Da sagen manche wieder, boah, nee, ey. Der macht immer alles hin und dann wieder kaputt. Na, Spaß. Also, ist kein Spaß, mach ich echt. Aber trotzdem, muss ja auch schön aussehen, ne? Darf man nicht vergessen. Da fängt schon an, aber ist klar, weil hier auf dem riesiger, also hier ist ein voller Mega-Hang. Ist klar, dass das so aussieht. So. Und dann machen wir hier nachher die Kurve rein und sind dann da richtig toll drin. Was wir in der Zeit schon mal machen können, ist zu sagen. Ach so, die fördern da Erz. Ah, okay, dann können wir gar nichts sagen gerade. Da machen die das einfach da. So. Aber hier so ein bisschen angleichen wäre gar nicht so verkehrt, glaube ich. Weiß gar nicht, warum der jetzt immer so komisch macht. Hab ich wieder bestimmt irgendwas an, ne? So voll gut. Okay, andersrum ist dann da ein bisschen blöd. Hab ich an, ne? Ja, hab an, okay. So, Abfahrt, Autobahn. Erstmal die normale. Ist im Grunde wie der Kreisverkehr im After Dark Gebiet. Nur, dass es jetzt hier oberirdisch stattfindet. Ansonsten... Ah ja, eigentlich hier auch oberirdisch. So ist der Kreisel auch, nur dass die Autobahn unterirdisch dran vorbeigeht. Jetzt haben wir es. Wollte ich hier nicht haben. Theoretisch kann man natürlich überall die Autobahn unterirdisch machen. Ist nur ein bisschen fummelig. Aber so reicht es ja letztendlich trotzdem auch. Hier fahren auch gleich ein paar ab. Weil die Straße nicht kennen und dann denken die so, wow. Hier muss ich jetzt abfahren, weil mein Wegefindungsmodul hat das jetzt gesagt. Ist aber echt so. Nur ein bisschen blöd erklärt gerade von mir. So, und dann kann man hier abfahren. Ist schon so ein bisschen nah dran, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die ziehen wir nochmal ein bisschen mehr nach innen. Aber im Normalfall sollten die mehr Abstand haben. So, muss man natürlich dann jetzt bremsen an der Stelle, aber ist trotzdem cool. Und ich sehe gerade, dass gar keine Einbahnstraße da oben. Das ist nicht cool. Und man baut Auffahrten eigentlich mal so, dass die Leute relativ schnell von oben oder von der Kreuzung aus auf die Autobahn fahren können. So, brauche ich wahrscheinlich eh den roten Vogel, weil der jetzt wieder sagt so, boah, nee, jetzt geht das aber nicht mehr. So, nämlich sechsspurige Einbahnstraße brauchen wir an der Stelle. Und zwar genau in der Richtung. Ah doch, passt perfekt. Wow. Ja, den habe ich echt gut darüber gesetzt. Ich habe auch gelesen in meinem Discord, da ist auch mal noch so ein Chat, wo so City Skyline Begeisterte drin sind. Begeisterte? Ja, so Leute jetzt spielen eben. Und und da hat jemand auch geschrieben, er hat zwei Kreisel übereinander gesetzt. Auch eigentlich ganz interessant, wenn man mal so überlegt. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht.
Können da vielleicht nochmal reinschreiben. Ich weiß es halt nicht. So, hier muss man jetzt zwar bremsen, aber dann kann man auf die Autobahn abbiegen. Genauso wie hier. Hier muss man leicht bremsen. Aber so sind die Auf- und Abfahrten halt ein bisschen näher an der... Also ein bisschen weiter auseinander jetzt. Weil die andere kann ja jetzt hier hin. Und die andere wieder da drauf. So. Boah, sieht ja mal richtig toll aus, ey. Warte, können wir doch besser, oder? Können wir das besser? Bestimmt. Können wir bestimmt besser, guck. Das glaube ich, weil die so blöd da reingehen, ne? Wenn wir jetzt so machen, 2 Meter über dem Boden. Und dann letztendlich anschließen, dann ist alles cool. Hier, warte. 2 Meter über dem Boden. Zack. Den einmal drehen. Da ist er wahrscheinlich zu nah dran hier, ne? Ah, ne, doch nicht, passt. Top. So, jetzt geht's sogar einigermaßen. Hier noch ein bisschen angleichen. Genauso wie hier. Ja, hier ist die Kante ein bisschen hart. Obwohl, so geht jetzt. Okay. Dann kommt man da rein ins Industriegebiet. Kann man sogar noch ein bisschen hochsetzen hier. Ich meine, ist schon steil die Auffahrt, aber geht eigentlich. Ich glaube, wenn man zum Beispiel in Essen-Krai jetzt abfährt, dann muss man auch relativ weit hochfahren. Weißt du, wer es kennt? Kennt das einer? Hände hoch. Ich habe auch gelesen, manche sind echt aus meiner Region hier. Das ist krass. Ich bin auch letztens mit dem, also ich habe ja so ein relativ kleines Auto. Ohne Dach. Mit ein sehr hohes, also sehr hohes Leistungsgewicht. War aber billig. Jetzt fragen sie alle so, was fährt der denn? Sage nicht. Und da habe ich dann welche erkannt. Und dann haben die so gerufen. Ne? So im Auto raus. Aber ist alles cool. Habe ich dann die Hand gehoben, weil ich gedacht, yo, hab euch auch gesehen, Jungens. Und dann war alles gut. So, schön. Jetzt geht das quasi hier oben rein. Hier sieht echt noch nicht so schön aus. Können wir aber direkt mal anschließen. Also die Sachen werde ich jetzt einmal wegballern. Das ist ein Lager, das werde ich mal ganz kurz versetzen. Lager. Einfach da, wo man es leer laufen lassen kann. Gefälle zu steil. Was denn? Hier kann man ja auch gut erkennen jetzt, ne? Ich lösche das gleich. Lass mich das jetzt bauen oder ich lösche das. Anders, der kommt weg. Hier müssen wir eher alles versetzen. Aha. Und leeren bitte. Von da oben aus, weißt du? Weitester Weg, bestes Ding. So, Glasfaserfabrik. Die machen Glas. Ah, ich habe eine Idee. Pass auf, wir können das jetzt so machen. Wir entfernen die Straßen. Jetzt meckert er, keine Straße. Hui. Und dann machen wir hier eine Straße entlang. Gerade auch die dicke. Ich hätte gern 100 Gramm von der groben dicken. So. Ne, groben fettigen war das, ne? Ja, vergiss das. Ich rede manchmal wirres Zeug. Nicht drauf einlassen. Oh. Okay, und jetzt können wir hergehen und das hier dran setzen. Top. Jetzt machen wir das so gerade. Und schon haben wir eigentlich eine Zufahrtsstraße erschaffen. Ins Ölgebiet rein, was eigentlich ganz cool ist schon. Er hat Schleifmühle. Ich glaube, die hier hinten haben gar keinen... Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die hier hinten haben keinen Strom und dann blinkt schon. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Müssen wir zweimal versetzen. Genauso wie das. Das wird jetzt schwierig, glaube ich. Ich glaube, wir müssen das einmal mit Move-It wieder versetzen. So. Dann müssen wir die Straße aufpumpen. Dann müssen wir den wieder ranschieben. So.
Und normalerweise würde ich jetzt fast schon sagen, dass die Zentrale an der Stelle ist, weil hier kommt man ins Gebiet rein. Aber wir machen es jetzt einfach, dass die halt hier in der Mitte ist. Ist halt organisch gewachsen. Mehrere Probleme. So. Das ist einfach so geil, ne? Da war gerade so ein Verbrecherkopf. Hier gegenüber, nebenan, ist eine Polizeiwache, wo ich mir denke so, geh doch mal da gucken. Guck doch nur mal aufs Fenster. Reicht doch schon. So, und jetzt verbinden wir die Sachen nochmal mit Strom. Ich meine, das ist jetzt nicht Finale, was wir machen. Primär war jetzt wirklich nur der Kreisverkehr da hinten geplant. Weil wir an dem dann auch so die krasse Autofabrik anschließen können. Aber wie man sehen kann, wird das schon genutzt. Weiß zwar noch nicht wofür, aber der fährt schon mal gut herum. Ah, weil einfach auf der Autobahn auffahren. Weil ich würde jetzt echt interessieren, ob der jetzt hier dreht. Um dann zu dem... Warte, wo fährt der her? Um dann zu dem Flughafen zu kommen. Ah, perfekt, Alter. Der ist hier rausgefahren, um da wieder reinzufahren. Was ist das denn? Der hätte einfach auf die Straße drehen können. Mann, Mann, Mann. Immer diese Autos. So, aber das Schöne ist, hier war ja auch ein Plan gewesen, dass man jetzt hier nochmal coole Straßen bauen kann. Hier runter zum Beispiel. Um dann da dann letztendlich noch ein paar Superfabriken zu bauen. Da müssen wir aber, glaube ich, mehr am Rand. Weil die Superfabriken sind echt groß. Gerade so die Autofabrik und so. Könnte man aber dann schon fast hier hinbauen. Da kann man auch noch was hinbauen. Kann man natürlich von hier abfahren. Muss dann überlegen. Direkt neben dem Flughafen. Flughafen würde ich auch einzäunen, by the way. Und da, wo es eingezäunt ist, vielleicht auch dann die Bäume komplett rausmachen. Dass man hier so den Zaun macht. Hier so rum. Da wieder zurück. Oder bis zur Autobahn zumindest. Hier ist Landeanflug. Ah. Boah. Der war aber mutig, ne? Alter, wie mir das so vorstellen. Andere Flugzeuge auf der Startbahn, andere landet schon. Oder andersrum, ne? Der eine war gerade am Landen und der andere ist gestartet, weil er dachte, ah, reicht schon. Passt schon, mach ich. Krieg ich hin. Flieg schon 3 Tage. Brauch mehr Geld. So, 90 Grad von da hinten aus. Ja, dann können hier auch vielleicht noch so ein paar kleine Wohngebiete hin. Es war total weg vom Schlag, aber dann können die hier zumindest arbeiten. Und hier auch. Hier würde ich ganz gerne haben wollen, dass hier vorne keine Kante ist, sondern nur hinten. Ich meine, so wie es jetzt war, hatte man vorne und hinten Kanten. Das ist ja totaler Quatsch. Hier so voll fett bergab. Ja, ich glaube, so müssen wir lassen, sonst kommen wir da nicht hin. Ja, so ist doch gut. Können wir hier nochmal ein bisschen bügeln. Genau, wie immer erstmal falsche Sachen anklicken. Das kann ich. Peter kann das. So, sollen wir die schon mal setzen, so eine fette Autofabrik? Habe ich voll Bock drauf. So, was braucht er denn? Guck mal, wir haben bald Industries durchgespielt. Sind gar nicht mehr so viele Gebäude. Wenn wir die jetzt einfach mal planten. Hier, Autofabrik. Voll krass, die braucht Fleisch. Aber gut, Ledersitze wahrscheinlich. Tierische Fette. Keine Ahnung wofür. So, jetzt ist die Frage, kann ich das da dran... Das ist, glaube ich, die größte Fabrik, die es gibt. Kann ich nicht. Ey, jetzt ist da unten die Kurve im Weg. Nicht dein Ernst. Jetzt aber, komm. Ja, wollte schon sagen, guck mal, ich gehe schon automatisch auf ein Monument, weil ich denke mir, so eine große Fabrik muss ein Monument sein. Hier. Alter. Das sieht ja richtig gut aus. Deswegen meine ich zum Beispiel, oder habe ich immer den Drang dazu, alles alles zu glätten und groß zu, also gerade zu machen, weil das ist doch total blöd. Ich meine, jetzt mal im Ernst, die kann ja auch auf dem Gelände sich anpassen, dass die einzelnen Module, die einzelnen Gebäude,
Sag ich mal, das eine steht mehr auf dem Berg, das andere ist ein bisschen weiter unten, dann geht die Treppe halt hoch oder runter oder whatever, aber nicht sowas. Hier, was ist das denn? Ich meine, man kann jetzt versuchen, das Ganze zu glätten, aber kann sein, dass man da mehr kaputt macht als ganz. Hier, ja, das ist ganz cool, dass das quasi jetzt so zusammenläuft. Das ist okay. Ein bisschen kleiner den Pinsel. Dann passiert nichts. So, das ist ja eigentlich ganz witzig. Kann man hier so ein... Ja, hier der Berg ist eigentlich auch noch okay. Oder man nimmt hier halt so eine Wand, die man hier hochsetzt. Ich habe auch mal mit so einer Keilmauer gearbeitet. Die habe ich am Strand gebaut und dann hier ins Innere verzogen, damit man dann die im Inneren hatte. Gibt es natürlich schönere Lösungen, aber das war so meine in dem Moment. Hier, das meine ich. Man könnte jetzt hier gerade ziehen. Auch hier ein bisschen. Ich glaube, so ist das viel besser als so, wie es vorher war. So, da müssen wir gleich noch mit dem Glättetool dran. Oder hier auch. Da hat man doch lieber so eine Steilmauer, anstatt hier so eine Kante drin, oder? Oder so eine Kante drin. Schön ist die U-Bahn da drunter, die ist jetzt auch ein bisschen besser verbaut. Und ich glaube, je weiter ich hier rüber gehe, desto geringer, also desto weniger wird die Kante, ne? Ja, wenn ich das richtig deute und lese, stimmt das sogar. So, das ist jetzt ein bisschen blöd an der Stelle, dass halt die U-Bahn jetzt da drunter hergeht, aber wir können die Tunnel an sich machen. Und hier mal ein bisschen runterziehen. Einer hat auch mal geschrieben, so von wegen, mach doch mal eine Stadt ohne Mods. Und ohne DLCs. Und da denke ich mir wieder so, nee. So, das hat ja absolut gar keinen Sinn, gerade weil es hier so viele schöne Sachen gibt. Aber ich kann mir vorstellen, das ist jemand, der wahrscheinlich irgendwie eine Konsolenversion hat, wo es nicht so viele Mods gibt. Und er die dann leider nicht spielen kann. Aber stell dir dann einfach vor, ich baue das Ganze. Oh nein, was war das? Also ich baue das Ganze und mache kaum Mods rein. Kann man das so... Nee, ist keine gute Idee, oder? Oder stell dir das Ganze ohne Mods vor, dann geht's. Okay, warte mal, hier könnte ich angleichen. So, hier auch. Dass hier nicht so eine Monsterkante ist. Das ist gut. Da auch. Die können auch ein bisschen gerade bügeln, da muss man aufpassen, das wäre die Fabrik. Die blockiert quasi die ganze Erdverschieberei hier. Das geht nicht. Also wenn wir hier angleichen, ist halt die Ecke wieder drin. Oh. Ich habe das Gefühl, dass eine Schleife die Musik. So, schreib mal rein, mit Musik oder ohne. Ich kann auch schlecht andere Musik reimen. Also es gibt ja mehrere Radios, aber die sind nicht alle frei von lizenzfreier Musik. Das heißt, die können da zwar zu Hause gemütlich hören und sagen, boah, voll cool. Aber so, wenn er die in einem Let's Play benutzt, dann könnte man Probleme bekommen. Also weil ich das ja dann öffentlich zur Verfügung stelle und das darf man in dem Falle dann nicht. Ja, ist auf jeden Fall schon mal tausendmal besser als vorher. Hier kann man sogar noch eine Straße entlang bauen, die vielleicht hier so dran flanscht, muss man mal gucken. Aber trotzdem, überleg mal, wie das gerade aussah. Kann man doch gar nicht so lassen. Deswegen arbeite ich halt sehr gerne mit dem Bügelautomat und mache mir am Vorfeld schon mal alles gerade. Andersrum kann man jetzt wieder sagen, das ist aber so künstlich, aber eigentlich nicht. Weil das ist eigentlich das Erste, was passiert meistens. Begradigen, dann die Objekte reinbauen und dann gucken. Und dann schauen, was passiert. So, jetzt aber, komm. Ah, hier kann ich sogar auch den Zaun dran anflanschen, das ist ja cool. Oh!
Oh, warte mal. Ah, nee. Ah, warte mal. Ich habe jetzt die Straße entfernt. Heißt, es ist ja gar nicht mehr angesnappt, ne? Ort bereits belegt. Wie snappe ich die Straße jetzt wieder da richtig an? Kann ich das so machen? So vielleicht? So, oder? Ich hoffe mal, die Straße ist richtig. Geil, minus zwei. So ist die schon mal gar nicht richtig. Plus zwei. Wir wollen auf null. Null Ebene. Warte. Ah, jetzt geht. Okay. Alles cool. Straße steht. Straight runter. Geht sogar, wie die aussieht. Passt. Muss er natürlich nachher noch mit 8 Millionen Bäume dekorieren. Minimum. Und dann geht's auch. Dann läuft es. So, hier kann man vielleicht auch noch was hinbauen in dem Bereich. Vielleicht irgendwie fabrikmäßig was. Oder einfach nur Deko, was passend zu einer Autofabrik ist. Keine Ahnung, Presswerk. Opel auch mal gemacht, weil der Werk immer gestreikt hat, wo der Presswerk quasi ausgegliedert für sich steht. Dann durfte nicht mitstreiken. Top. So. Strom noch dran und dann haben wir die Autofabrik fertig. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen Sachen quasi in Mitleidenschaft zieht. Also wir müssen dann, wenn alle Fabriken stehen, nochmal alles ein bisschen upgraden, dass alle Fabriken genug Rohstoffe haben. Haben jetzt auch gerade 13.000 und die brauchen halt Tierprodukte, Plastik, Glas und Metalle. Glas, Metalle, Plastik kommt von hier. Tierprodukte kommen von da. Gar nicht so ein weiter Weg, einfach. Warte mal, ich würde aber auch begrüßen... Kann man hier drunter fahren? Ich dachte, kann man drunter fahren? Wenn man einfach so einen Weg hier entlang macht, der dann vielleicht ein Stück unterirdisch verläuft, weil hier der Flughafen gerade ist und dann hier wieder rauskommt oder so. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, Autofabrik steht, ein neuer Kreisel, der über der Autobahn ist, mehr oder weniger. Neuen Zugang zum Industriegebiet, den alten können wir fast löschen. Und dann geht's jetzt weiter mit großen Schritten in Richtung nach hinten. Dekorieren müssen wir hier sowieso, dann mache ich immer so ein bisschen zwischendurch. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.